Wie viel Dividende habe ich im Monat Mai 2024 erhalten? Darum geht es in diesem Video. Ich zeige einmal ganz transparent meine Einnahmen aus meinen Aktienerlösen bzw. von meinen Dividenden. Ich zeige hier wirklich jeden Cent und ja, darauf kannst du dich jetzt freuen. Damit willkommen zurück bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal, aka der Glöckner von Notre Dame. Ich habe einen Gerstenkorn. Ja, so viel dazu, das ist die Einleitung. Jetzt geht es gleich los. Ich mache das heute mal ein bisschen zack, 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 ein bisschen Druck dahinter. Es ist nämlich schon sehr spät. Ich bin momentan am Doppelschichten schieben, weil wir sehr viel zu tun haben und Krankheitsfälle haben. Also, ich zeige gleich einmal meine Dividendeneinnahmen vom kompletten Monat Mai. Wir haben zwar jetzt erst, wo ich das Video aufnehme, den 29. Also theoretisch könnte noch unerwartet irgendeine Dividende einflattern, was aber unwahrscheinlich ist, weil die Titel, die ich habe, die haben schon gezahlt, die im Mai zahlen. Also wenn, dann wäre es eine außerordentliche Dividendenzahlung, die nicht nach Plan verläuft und das ist recht unwahrscheinlich. Das heißt, wir gehen einmal bei der Consorsbank habe ich tatsächlich, also ich habe ja ein spekulatives Depot und ein Langzeitdividendendepot und zusätzlich noch ein Broker für meine Krypto-Geschichten, wobei das nur Ethereum ist. Und meine Dividende, die ich bei der Consorsbank erhalten habe, die blende ich jetzt mal hier ein. Und zwar sind das 1,30 Euro von der Bayer AG. Sehen wir gleich auch nochmal am Ende in meiner Excel-Liste, dass hier deutlich, deutlich, deutlich die Dividenden gekürzt wurden. Ich habe jetzt 1,30 Euro erhalten, im letzten Jahr habe ich noch über 38 Euro erhalten. Hallo Nala. Hier sieht man also deutlich, auch wenn die Dividende schon viele Jahre gezahlt wird, ist das keine Garantie dafür, dass sie bis zum Ende immer erhöht wird oder gleich gezahlt wird. Also hier sieht man dann eine deutliche Kürzung der Dividende. Zusätzlich hatte Bayer AG einen sehr starken Kursrutsch gehabt, aber das soll jetzt in diesem Video gar nicht groß Thema werden. Also 1,30 Euro, du hast es hier gesehen oder du siehst es immer noch, hier von der Bayer AG. Und jetzt schauen wir uns gleich mein Dividendendepot an. Das ist nämlich dort viel, viel, viel interessanter. Der Monat Mai ist der stärkste Monat bei mir im Depot. Ich habe zum Beispiel die Allianz, ist ein deutscher Titel und ja, die Allianz zahlt nur einmal im Jahr und das ist eben im Mai. Das heißt, hier kommt natürlich schon mal eine sehr große Summe von der Allianz rein. Aber das schauen wir uns gleich alles an. Ich logge mich gleich hier über mein Handy bei Trade Republic ein und dann spiegel ich das hier auf dieser Seite und du siehst dann 1:1, was ich auch sehe. Und wir schauen uns einmal meine ganzen Dividendenzahlungen gemeinsam an. Ja, jetzt habe ich mich bei Trade Republic eingeloggt. Das sieht wie folgt aus. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Kursrutscher mitgenommen. Du siehst es hier, in einer Woche 1.100 Euro an Depotwert verloren, sind 2,29%. Aber es gibt auch bald nochmal wieder ein Depot-Update. Ist für viele wahrscheinlich sehr, sehr spannend, wie sich meine drei Depots so entwickelt haben. Aber in diesem Video geht es eben um meine Dividenden. Dafür gehen wir einmal auf Cash und sehen dann hier schon Einkommen. Kommt einmal aus Verkäufen. Da habe ich Solventum verkauft. Einzahlung habe ich 565 Euro vorgenommen. Du weißt ja aus meinem letzten Video, verlinke ich auch mal hier oben. Kannst du dir gerne anschauen. Meine Aktieneinkäufe, da siehst du ja auch, was ich denn eben ja, mit dem Einzahlungen gemacht habe und mit meinen Dividenden. Und hier siehst du jetzt einmal Erträge 365 Euro. Das ist bis jetzt die höchste Dividendenzahlung, die ich in einem Monat erhalten habe. Und wir fangen einfach mal ganz unten an. British American Tobacco. Kurs ist dermaßen abgerutscht. Dort bin ich auch immer fleißig am Reinzahlen, also auch meine Dividenden am Reinvestieren bei British American Tobacco. Wenn der Kurs nochmal steigen sollte, dann habe ich hier deutlich günstiger eingekauft als noch vor einem Jahr. Und das wird sich dann positiv auswirken. Zinsen rechne ich hier nicht mit ein. Das ist zwar auch ein Einkommen, aber eben nicht aus den Dividenden. Und in diesem Video geht es um die Dividenden. Lois hat mir 5 Cent bezahlt. AG&C Investment zahlt mir monatlich Geld. Hier 42,24 Euro. The Clorox Company 95 Cent. Costco 2 Cent. Die Allianz, eben schon erwähnt, zahlt nur einmal im Jahr 159 Euro. Hier ein Riesenbatzen. Mercedes-Benz 8,56 Euro. Main Street Capital, auch ein monatlicher Zahler,
43,40 €. Abvi 16,30 Euro. Procter & Gamble 7 Cent. Realty Income zahlt auch monatlich 18,01 Euro. Dann kommt noch Apple mit 20 Cent. Texas Instruments mit 11,97 Euro. Und zu guter Letzt Walmart mit 4 Cent. Ja, das trage ich jetzt alles nochmal in meine Excel-Tabelle ein und wir sehen uns dann gleich bei der Excel-Tabelle wieder. So, und jetzt sind wir bei meiner Excel-Liste angekommen. Ja, es ist wie folgt aufgebaut. Hier siehst du, welche Aktie ich habe, die eine Dividende gezahlt hat. Hier siehst du die einzelnen Monate. Wir befinden uns im Jahr 2024. Warum ist der Akku denn jetzt schon wieder leer von meiner Kamera? Naja, wir versuchen es mal. Hier siehst du alle Zahler, die im Mai gezahlt haben, also die ich eben aufgezählt habe, brauche ich glaube ich nicht nochmal aufzählen. Und hier sehen wir dann nochmal auf der rechten Seite eben die einzelnen Zahlen, die sie gezahlt haben. Alles Netto-Dividenden, also die Steuern sind hier schon abgezogen und berücksichtigt. Und hier haben wir der Stand, die Summe aller Dividenden zum Vorjahr. Und da siehst du, die einzelnen Titel hier kannst du gerne mal auf Pause machen. Und was ich halt eben interessant finde, ist hier, dass Bayer AG nur noch 1,30 Euro zahlt und im Vorjahr bei 38,40 Euro lag. Das finde ich wirklich eine krasse Reduzierung der Dividende, zumal ich da weder noch ein oder also noch Titel dazu gekauft habe, noch Titel verkauft habe, ist das hier wirklich ein trauriges Ergebnis. Bayer AG ist ja in meinem spekulativen Depot und hat nichts mit meinem Dividendendepot zu tun als solches. Aber auch wenn diese Titel auf meinem spekulativen Depot eine Dividende zahlen, taucht das hier natürlich in dieser Liste auf. Genau. Und jetzt schauen wir uns noch einmal meine Dividende an. Ich habe ja, mir das Ziel gesetzt, eine durchschnittliche Netto-Dividende im Jahr 2024 von 200 bis 220 Euro zu erzielen. Aktuell bin ich bei 95,34 € pro Monat im Durchschnitt. Ja, und du siehst hier, das ist der fetteste Monat. 364,99 € habe ich im Monat Mai 2024 erhalten. Und du siehst hier, der Monat Mai letztes Jahr war auch schon nicht schlecht mit 250, aber hier nochmal über 100 Euro mehr im Vergleich zum Vorjahr. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn man bedenkt, dass ich 2020 mit dem Investieren angefangen habe und hier 2021 das erste Mal eine Dividende im Mai erhalten habe von 18 Euro, das ist hier jetzt schon wirklich, wirklich, wirklich eine sehr krasse Steigerung. Damit komme ich insgesamt auf 1.144,12 € Netto-Dividende für das Jahr 2024, Stand jetzt 29. Mai. Und genau. Wenn ich jetzt hier in den nächsten Monaten eine richtig fette Dividendezahl bekomme oder halt auch eine kleine, siehst du ja hier schon, wie sich das verändert. Und dann sieht man auch, ich könnte mein Ziel vielleicht erreichen. Aber wenn ich das beides hier so sehe, die ich jetzt mal gerade eben so eingetippt habe, dann könnte das auch schon ein bisschen schwieriger werden. Wenn du mich abonnierst, dann wirst du das auf jeden Fall erfahren und stetig ein Update bekommen hier auf diesem Kanal. Alles ganz transparent. Ja, der Glöckner von Notre Dame verabschiedet sich jetzt auch. Mein Akku blinkt hier wie verrückt bei der Kamera. Ich hoffe, das Intro wird jetzt nicht zu abrupt, das Outro. Und ja, das war meine Dividendenzahlung für den Monat Mai 2024. Wenn es dir gefallen hat, gerne Like da lassen, super Thanks geben, abonnieren nicht vergessen, falls du das noch nicht getan hast. Jeden Monat kommt ein Update, Dividendenvideo, jeden Monat kommt mein Aktieneinkaufsvideo. Also da bleibst du immer auf dem Laufenden, wenn du mich abonnierst. Und ja, für den einen oder anderen ist es sehr spannend. Ich habe jetzt schon mittlerweile eine wirklich, wirklich geile Community, die fleißig kommentiert, mit der ich immer im Austausch bin. Freut mich wirklich riesig. Ganz vielen lieben Dank dafür. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, Anregungen hast, Verbesserungen hast oder einfach nur mit mir in Austausch kommen möchtest, einfach in die Kommentare schreiben. Ich lese mir eigentlich jedes Kommentar durch und versuche auch auf jedes Kommentar zu antworten. Ab und zu flutscht mir mal eins durch. Ich bitte um Verzeihung, falls du da noch keine Antwort erhalten haben solltest. Sonst einfach nochmal erneut drunter kommentieren. Dann sollte ich das auf jeden Fall mitbekommen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao und wünsche dir alles Gute. Dein Pascal von PG Finanzen.